immer im Rennchen gefahren. Und ihr unfähiger kleiner Sidekick. Denkst du echt, ihr seid den Speed Boys gewachsen? Bema Rivella. Kenny? Hey Daryl. Was geht? Bock auf eine Gratisfahrstunde? Ab geht die Luzi. Wir warten an der Ziellinie auf euch. Oh, mein Auto ist schon schön. Der Kenny ist wieder am Start. Kenny, was ist Kenny? Ja. Nur der erste Platz zählt. Du kriegst das hin. Was muss man da jetzt machen? Rennfahren. Ja, einfach nur das Rennen fahren. Ja, erster Platz werden. Ja, letztens war ich auch nicht erster, trotzdem hat es funktioniert. Also, keine Ahnung. Nimmst du. Komm, komisch, dass ich trage, aber nimmst du eigentlich schon auf? Ja. Okay. Ey, die Tante überholt mich einfach wieder zurück, das kann ja nicht wahr sein. Tante Emma. Nee, Tante Anna. Achso, da ist die Tante. Ja, Anna mit einem N. Okay, aber ich glaube, wir sollen einfach nur besser sein als die. Also, wir als Team sollen, glaube ich, nur besser sein als die anderen zwei halt. Also, wir müssen nicht zwangsläufig auf dem ersten Platz sein. Wir persönlich jetzt. Sofern ich das hier verstehe. Noch ist alles drin. Cool, ich mach was mit uns. Kurz ein Auto geschrammt, das kann schon mal passieren. Alter, das war ein bisschen mehr als nur geschrammt. Boah, schreit der mir ins Ohr, ich bin direkt hinter dir. Am Strand ist es um diese Zeit schön ruhig. Boah, die ganze Promenade wird mitgenommen. Ich hab auch ein rotes Neon drunter. Weißt du, Alter, der sagt noch, meine ist alles Bremsen drin. Haben gerade versagt, das war echt scheiße. Noch ist alles drin, sagt er, ist aber 100 Meter weg oder so. Neues Auto und die Bremsen haben wir versagt. Das gebe ich ja zurück zu Nissan, das kann ja nicht wahr sein. Ich wollte gerade sagen, Mensch, da hat ja jemand gepusht beim Kauf. Ja, das kann ja nicht wahr sein. Auch die dreckigen Seiten gehören zu die dieser labern Stadt. Sich halt ab und die sind noch irgendwo am aber egal, ich habe sie wieder eingeholt. Ist hier eng genug für euch? Alter, die Strecke ist aber ganz schön lang. Ist ja eng genug für euch, ja, und lauter Müll, wie du es machst. Ja, war ein guter Diss. Hey, was? Kommt bei dir noch. Kommt bei dir noch, was? Du tust so, als wäre ich hier voll schlecht. Echt, Abby, was? Mich nervt es, dass ich manchmal so ein Ruckeln habe wegen der Aufnahme. Aber anders geht's halt nicht. Das ist schon die benutzerfreundlichste Aufnahmeart, die wir nutzen können. Du hast noch eine Chance! So, ich bin fertig! Und du hast noch eine Chance. Weißt du, ich bin auf dem ersten Platz, hab 150 Meter Abstand, so. Du hast noch eine Chance. Gut. Ja, Leute. Jetzt kennen sie deinen Namen. Mal schauen, was der jetzt hat hier. Noch habe ich einen schwarzen Bildschirm. Hallo? Ah, jetzt. Jetzt wird ihr Auto abgeschleppt. Eine der Kurven hat mich einen Scheinwerfer gekostet. Was hast du erwischt? Weiß nicht, ein Mülleimer oder sowas. Müll ist es jetzt sowieso. Hey, ist das nicht dein... Oh, shit! Nein. Was soll das? Was? Hey, weg von dem Fahrzeug. Ausweis. Na los. Jetzt geht's hier zur Sau. Rivera, hä? Ist das Ihr Wagen? Ja. Gibt es ein Problem, Officer? Kommt drauf an. Was? Wir haben eine Menge Meldungen bekommen, dass ein Fahrzeug wie dieses in illegale Aktivitäten verwickelt sein soll. Augen nach vorn. Was bedeutet? Ich habe das Recht, es zu beschlagnahmen. Wo waren Sie letzte Nacht? Wir waren hier. Sie, Ausweis. Einfach mal so den Ausweis rausnehmen, wenn ihm voll eine Schelle geben dabei. Hey, mit was dem für, Ausweis. Was für fehlgeschlagen. Netter Name. Haben Sie ein Auto?
Ja, Sir. Ja, Officer! Was muss man denn machen? Weiß ich nicht. Hast du nicht ersten Platz gemacht? Wo ist es? Nee. Da drüben. Wir schon. Wir schon. Nice. Vielleicht habe ich das Falsche beschlagnahmt. Schau, wo bist du gerade? Auf dem Weg. Deswegen habe ich keinen Bock auf Story, weil das einfach nur Schlüssel. Langweilig ist. Warum das denn? Schlüssel. Wollen Sie es wieder? Sie haben 10 Tage. Dann wird es geschottet. Aber ich denke 10, vielleicht auch früher. Waren Sie vorsichtig? Naja. Die Polizisten hier sind schon ganz schöne Arschlöcher. Sag nichts. Bring mich nach Hause. So richtig machtgehaberisch kommt es rüber, wa? Ja. Die Macht so ausnutzen als Polizist, so. Das nervt echt. Also, alles okay? Du musst das verstehen. In meinem Auto habe ich die Macht. Ich habe die Kontrolle. Jemand will was von mir? Klar, der soll nur kommen. Wenn's aber heißt, steigen Sie aus dem Wagen, Ma'am, haben die Macht. Und ich habe nichts. Nacht beendet. Die fahren ja hier heute alle komisch, ey. Mann, Mann, Mann. Kennen das nicht, das Straßenrecht hier. 370Z hat immer Vorfahrt. Wir sehen uns später. Danke fürs Mitnehmen. Nacht beendet. Wow, $56. Null Rap-Gewinn, heißt es hier. Aber wahrscheinlich haben wir das andere extern bekommen davon. Ja, das kommt jetzt nochmal extra. Nee, aktuelle Rap, nächste. Hä? Ja, okay, warte. Das weiß ich noch nicht. Haben die uns verarscht hier in der Story, oder was? Ah, das geht noch weiter, glaube ich. Gerade als das Street Racing Problem unter Kontrolle zu sein schien, hat steht gerade einfach von deiner Freundin der Wagen auf den Straßen ausgetobt der Garage und dabei Schäden in Höhe von mehreren $1000 verursacht. Ihr Charakter viele auch. Einwohner haben Angst vor dem, was als nächstes passieren könnte. Da gucken wir bei dir steht, doch, dass meine Taskforce nötig ist, jetzt mehr als jemals zuvor. Diese Tat ist unverzeihlich und ich verspreche, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder geschieht. Bei mir stehen beide Autos von euch einfach da. Und ihr beide auch. Also, das klingt genau nach so einer Sache, die jemand tun würde, um herauszustechen. Ja, ist halb so wild. Vermisst du es nicht? Reich mal rüber. Anna sagt, du warst gut. Ja, jetzt haben wir das. Weg, jetzt habe ich das bekommen, die Sachen. Das Rap und das andere. Oh shit, ich auch nicht. Aber es gibt Konsequenzen, die schlimmer sind, als eine Crew zu verlieren. Weißt du, nach letzter Nacht bin ich wirklich erstaunt, dass sie noch nicht von mir angegeben hat. So müde, denke ich. Ja. Wenn du Zeit hast, hätte ich da was für dich. Hä, aber... Der Freund von mir nervt voll rum. Er will sehen, was du drauf hast. Hat gute Kontakte. Komisch. Ich glaube, das würde sich für dich lohnen. Sicher. Ich fahr mal hin. Danke. Kein Ding. Und jetzt zu dir. Gut, jetzt haben wir die Sachen bekommen. Nice. Machen wir ein bisschen Geld zum Tune wieder. Ja, ich mag's hier. Heieiei. Gut, aber ich muss kurz eine Aufnahmeunterbrechung machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir jetzt wieder zurück. Ich habe jetzt hier ja mein Fahrzeug in der Garage. Müssen wir mal
googeln. Jetzt können wir ja, Leistungstuning war ja nicht so viel, wenn ich mich recht erinnere. Wir können ein bisschen Federn reinmachen. Eigentlich Ach sollten so. Wir da am besten die Straßenfederung reinmachen, habe ich mich jetzt inzwischen drauf geeinigt. Du? Ja. Was ich übrigens letztens gesehen habe, das fällt mir jetzt auch gerade wieder auf. Man kann ja sehen, wenn man bei, das hast du vielleicht auch schon gesehen, aber bei Autohändler, wenn man da bei den Fahrzeugen unten guckt, unter den Leistungen, dann steht doch Tuning-Bewertung, ne? Da steht ja immer die Punktezahl, also 5 von 10 oder so halt, ne? Okay. Und das warum ist, genau habt ihr jetzt Red bekommen? Na, das wirst du doch auch das bekommst bekommen. Du noch. Das bekommst du ganz am Ende, bevor du in der Garage bist. Also, jetzt kommt erstmal noch eine Sequenz und sowas und dann bekommst du am Ende davon Rap. Ja? Jedenfalls, da ist ja Tuning-Bewertung steht da und das ist, glaube ich, so gemeint halt, dass so und so viel kann man damit, kann man mit den Wagen tunen halt gut und so. Wahrscheinlich auch äußerlich viel gemeint, denke ich mal. Okay. Weil innerlich kann man den ja immer tunen, aber äußerlich, denke ich mal, am meisten ist es gemeint. Kann schon sein. Zum Beispiel den Honda S2000, den kann man richtig gut tunen anscheinend. 9 von 10. Also Felgen wechseln, so. Was nehmen wir da? Irgendwie zucken die so komisch rum, aber... Ja, dann zuck zurück. Weiß ich nicht. Corvette C7. Oder ist es die C7? Nee, Corvette Grand Sport 17 ist es. Sowas wäre schon ganz cool. Ah, sowas habe ich eigentlich gesucht, sowas in der Art. Hier, die ist doch perfekt. Nehm ich Jaguar die. F-Type. Ich weiß nicht, ich finde ja diesen BMW 8. Natürlich nicht mit den Reifen, warte, da muss ich jetzt natürlich hier noch ein bisschen... Kennst du den BMW i8? Ja. Ich finde den gar nicht so geil, muss ich sagen. Ich finde, aussehentechnisch finde ich den schon ganz cool, aber irgendwie so, also die Daten davon hauen mich halt nicht um im Vergleich dazu, wie scheiße viel das Ding kostet, also in Wirklichkeit halt. Ich weiß nicht, bei mir ist es so, mich haut da eigentlich von den und vom Hocker so, also, naja. Ist halt Geschmackssache natürlich wieder. Ja. Ja. Also ich finde den echt gar nicht geil, so. Meine Meinung jetzt. Ja. So, jetzt muss ich da natürlich nicht reifen. Akura, Alter, der Felgen. Ist echt gut. So. Leute, die Firma habe ich ja noch nie gehört. Polesta. Siehst du mal. Ab Stufe 220 erst. Halt die Fresse, Alter, es ist noch weit hin. Der Farbe, so. Alter, das wär ein Auto für mich wieder. Dann Felgen. So. Dodge Viper, ey. GTS 14. Der macht ordentlich was. Sekundärfarbe. Hier kommt den du dir holen willst. So. Alter, der hat schon alleine. Der was hat alleine Beschleunigung. So. 5,3 schon. Okay. Und der hat 285, hat er als Auto. Diese Pumpe halt. Warum ist es bei mir eigentlich gesperrt? Was ist? Warum ist es gesperrt? Weiß ich nicht, vielleicht kann man die nicht größentechnisch ändern, die Originalfelgen. Okay, wir lassen die aber in der Farbe erstmal. Vielleicht machen wir die irgendwann auch noch schwarz oder so. Das weiß ich auch noch nicht. Ah, eine Sache muss ich noch ändern an den Felgen und da fällt mir gerade noch was ein. Ich überlege gerade so, wie lange wir da jetzt wieder brauchen hier. Bremssättel. Hä, das ist normal. Die haben hier den falschen, glaube ich, reingemacht. Normal haben die Nissan Brembo. Deswegen ist es ja auch die Standard. Die haben einfach schlechtere reingemacht. Kann man denn die Bremssättel, die Farbe noch irgendwie ändern? Nee, man kann nur die anderen kaufen, die dann vielleicht eine andere Farbe haben. Das finde ich sehr schade eigentlich, persönlich. Ja dann also es gibt echt manche Sachen. Ich finde zum Beispiel auch den Sound vom Auto, den sollten sie... Das muss mehr knallen, finde ich, also dem Auto entsprechend. Das
muss mehr, finde ich, ein bisschen mehr sein, so. Ja. Hatte ich jetzt die oder die? Oder halt so Kleinigkeiten wie die Bremssättel, die Bremssättel, dass man die färben kann, beliebig. Ja. Das sind einfach so die kleinen Sachen, die mich ein bisschen stören, so, die man vielleicht nicht machen kann oder die sie besser machen können. Ja, das stimmt. Naja. Aber kein Rennspiel ist immer perfekt, also von daher. Aber Need for Speed ist schon richtig geil, das Neue, muss ich sagen. Ich find's schon richtig geil, Knorke. Alter, die haben mir so viele Porsche wieder reingepackt, ey, das gibt's doch nicht, weißt du? Alter, da müssen wir aber erstmal 11 ordentlich bei der Crew, wenn wir den haben wollen. Ich mach die Kummer. Weißt du, das letzte, das und letzte wieder Auto, Geld ausgegeben, ne? Schon hier. Ja. Das letzte Auto, ne, beim Autohaus, ne? Das ist ja der Ferrari, ja. Der Ferrari FXXK Evo. Okay. Und da müssen wir Level 50 sein bei der Crew-Stufe einfach. Okay. Alter, da müssen wir aber erstmal ranklotzen, du. Ja, das stimmt. Ich ja, ganz hinten sind gesehen. Ja generell die noch ein bisschen. Ja, die ganzen, die Bonussachen, genau. Hier gibt's auch den BMW von Most Wanted, vom alten. Hm. Oder kennst du noch den Skyline von allerersten Underground? Nur damit du's weißt. Ja, den gibt's auch ganz hinten. Okay, David, ja. Ich habe jetzt optisch noch ein bisschen was verändert. Felgen und sowas, sage ich nur. Ja, dann lass und mal sehen. Bremssättel. Ja, so stelle ich mir das vor. Bist du? Oh, ein bisschen weiter tiefer gelegt. Das sieht schon fett aus jetzt. Ja, ich bin vor der Garage gerade. Also, weil ich da beim Auto hin war. Alter! So, jetzt. Ich konnte es gerade nicht aussehen, weil ich nur euch gesehen habe. Da bist du. Ja, warte, das lädt gerade noch. Jetzt brauche ich noch vorne den Kummo-Schriftzug drauf und dann. Ist schon geil, oder? Den was Schriftzug? Auf den Reifen, den Kummo-Schriftzug. Vorher ist eine Reifenmarke. Nice aus. Ja, auf jeden Fall. Sieht schon fett aus. Okay, wir brauchen Geld, wir müssen noch mal Rennen fahren. Wir müssen aber eben kurz auf meine Freundin warten, aber wir müssen dann auf jeden Fall mal wieder einen. Also was sagst du so zu meinem Wagendesign so? Ja, ist auf jeden Fall nice, aber ich meine 370Z, ja, brauche ich noch mehr sagen. Das ist natürlich geiler. Ne, wir müssen jetzt mal schauen. Das Problem ist. Ich glaube, so rein technisch gesehen wäre wahrscheinlich deiner wieder in Kurven besser und meiner in der Leistung. Das so. Kann gut sein, ja. Du bist wahrscheinlich viel besser in den Kurven und so, dass du vorbei. Ja, denke ich schon. Deiner ist auch vor allem immer viel mit Drift und so, weil das ist auch echt Leben. Ja. Ja, ist auf jeden Fall in Wirklichkeit, ist es total das Drift-Auto. Ich habe auch schon gesagt, wenn ich den später wirklich mal haben sollte, dann werde ich auf jeden Fall Driften üben damit. Nicht natürlich auf öffentlichen Straßen und sowas, ist klar. Sondern. Nee, es gibt halt eben unter anderem in Deutschland auch, sag ich mal, es nennt sich sozusagen so Driftschulen, also sowas in der Art halt eben, und da bist du halt auf so einem abgesperrten Testgelände, wo dann auch die Fahrbahn nass gemacht wird und sowas, damit du halt nicht so einen hohen Reifenverschleiß hast, und dann kannst du das da halt eben einfach mal ausprobieren. Brauchst du aber nur normale Handbremse. Und wird dir das halt auch beigebracht. Gibt ja auch diese automatischen. Ja, ja, aber der. Schalter hoch und dann ist die andere. Ja, ja, aber die Z-Modelle haben keine automatische. Beziehungsweise keine elektrische, sondern haben eine normale Handbremse. Oh, bloß kein Kratzer reinmachen, das neue Auto. Ja, ist ja nicht so. Das sieht schon fett aus, ne? So wie ich den jetzt gemacht habe. Also, so allein wäre es schon, wäre auch schon fett in echt. Also, generell. Ja, ja. 370 zu generell zu haben oder ein 350 ist schon fett. Ja. Ich. Echt jetzt, also. Ja, ist schon geil. Ist schon nicht zu verachten.
Ich finde es witzig, die haben ja das so gemacht, dass die Räder sozusagen hinten so Wasser hochsprühen sollen, ne? Dass es so aussieht. Mhm. Halt von den Fahrbahnen. Oh, Kratzer, Kratzer, Kratzer. Direkt die Versicherung anrufen. Ja. Ne, aber bei mir haben die, also die haben das hier irgendwie manchmal verkackt, weil manchmal ist irgendwie das so, weiß ich, so 20 cm hinterm Reifen erst, wo das hochspritzt. Was halt irgendwie unrealistisch ist. Aber gut. Da wollen wir jetzt mal drüber stehen über solchen Sachen. Ne? Ich das liebe halt einfach matt-schwarz, ne? Merkt man vielleicht. Die haben ja nur dieses Carbon mit matt-schwarz. Und die haben auch ein normales matt-schwarz. Okay. Also ich hab ja das Schwarze bei mir, das ist Carbon matt-schwarz. Ja. Ich fand es geiler als normales Schwarz. Hm. Sieht viel geiler aus als das normale. Das hat diesen bösen Effekt einfach von mir, finde ich. Wo fährst du denn jetzt eigentlich hin? Zu einem Rennen. Ein 140er Rennen, glaube ich, ist das. Was ist jetzt? Boah. Kleiner Unfall. Kleiner Unfall. Aber hier ist doch bestimmt irgendwo eine Tankstelle. Und was ist jetzt? Ja, jetzt fahren wir noch ein normales Rennen hier. Aber wir warten noch drauf, dass du aus dem Dings draußen bist, aus der Garage. Gibt's hier nicht irgendwo eine Tankstelle, wo ich durchfahren kann? Er ist da oben, das ist ja nervig. Ich wollte gerade sagen, erst hier oben bei Frontera Hills, da gibt's das. Ja. Oder hier unten halt, da. Ja gut, dann lassen wir es halt.